Hallo zusammen, damit das Herz kommen zum heutigen neuen Stundenflug wieder auf meinem Kanal. Ja, heute geht es zum Stadtderby, und zwar FC Zürich gegen den Grasshopper Club Zürich. Das erste Derby der neuen Saison. Ja, es wird das heiße Spiel, und zwar dritte gegen den 90, glaube ich. Ja, geht es gerade im Moment in der Krise. Ich glaube, ich habe gestern gerade 1-1 gemacht, und dann noch gegen Vinti verloren und so weiter. Wieder weiß ich gar nicht mehr. Beim FC ist es einfach so das Ding. Im Moment hat es so unentschieden sehr, sagen wir mal so. 2 Siege und 3 Unentschieden gut, aber heute mit wirklich. Wenn sie die 3 Punkte holen, weiß ich, bin nicht 100% sicher, ob sie auf dem ersten Platz sind oder immer noch auf dem dritten. Ich glaube, wenn du auf dem ersten Platz sind 14 Punkte, glaube ich, safe. Aber sie müssen wirklich heute, glaube ich, schon mehr als 3 Goals oder mehr als 2, wenn sie vielleicht wollen. Erster Platz sein, aber es ist schwierig, weil ich bin gegen Lugano am Sonntag 4-1 gewonnen. Wird auf jeden Fall schwierig, auf den ersten Platz zu kommen. Aber mal schauen, vielleicht zweite, könnte es vielleicht klappen. Genau, weil morgen ist auch noch Spieltag und am Donnerstag auch. Aber mal schauen. Ich tippe es. 3-1-2-1 für die FCZ. Es wäre mal schön, wenn wir kein Goal für. Es wäre mal schön, wenn wir kein Golf von GC überkommen, aber die bis 3 oder 2 für die FCZ. Genau, wenn euch gefällt das Video, dann schauen wir meine. Wenn ihr gerne ein Abo da, kommentiert und liked das Video. Genau, und heute bin ich nicht los. Es wird, glaube ich, fast ausverkauft sein, also Gegentribüne zu ein paar Plätze frei und so weiter. Haupttribüne auch, aber glaube ich, von mir Sektor C ist alles weg. Außer beim Haupttribüne hat es noch ein Bett frei, aber ich glaube, es wird die geile Stimmung, Alter. Am Abend Fußballspiel ist immer das geilste, ja. Sozusagen am Abend ist immer das geilste am Fußballspielen. Ist einfach so, ja, ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Vlog und ich würde mal sagen, bis später beim Stadion. Mit dem Rasierer, 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 mit dem Ras
So, ich bin wieder hier, wir haben zwei Skrapunnen, ja, wieder 89 Minuten, 97 Minuten, ein Golf um 7 Minuten, war unnötig, weil geht sie, war die zweite Halbzeit nicht so gut, außer die hätten 1-1 müssen eigentlich schiessen. Ich verstehe bis jetzt noch nicht, wie geht sie den Ausgleich nicht können schiessen. Aber, genau, auf jeden Fall, schalte ich doch schneller, sonst. So, ja, auf jeden Fall geht es jetzt 1-1 müssen machen. Und dann glaube ich, die 74 Minuten. Marquisano per Volley, glaube ich. Per Volley zum 2-2, effizient. Nachher in den 90 Minuten dann das Eigengol vom Selminoccia. Und ja, wäre fast 2-2. Gut, danke an die Brecher, hat uns dann den Sieg noch gehalten. Glanzparade von ihm in den 92 Minuten oder so, 93 Minuten. Also wenn nicht, wenn wir heute wieder ein 2-0 verspielt hätten, ich hätte gar keinen Bock mehr gehabt. Auf jeden Fall, nein, hätte ich gar keinen Bock mehr gehabt. Genau. Ja, ich blende euch die Tabelle da, rechts von mir hin, da rechts oben hin. Wir sind gerade Erste mit 16 Punkten, genau. Was soll ich noch mal sagen? Ja, nicht mehr. Also auf jeden Fall, erster Platz wieder. Genau, und dann das nächste Spiel auswärts in Luzern. Am Sonntag bin ich wieder back. Kann ich also auswärts nach Luzern. Freue mich schon drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Abo da, kommentiert und liket. Und ja, ich will mal sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Und ja, ciao zusammen.